Servus, liebe Freunde, Fans, Kunden und hoffentlich auch bald Mitglieder von MiniPV. Ich habe Ende Jänner dieses Jahres meine eigene PV-Anlage. Das ist übrigens eine Mini-PV-Anlage, die derzeit aus 15 Mikrowechselrichtern besteht, die zusammen mit einem Speichersystem von den führenden Anbietern wie Anker, Ecoflow oder Centur mein Haus mittlerweile autark machen. Ich habe diese Anlage angemeldet und habe als Einspeiselieferant meinen Energielieferanten, die Energie Steiermark, bekommen. Der Tarif dafür heißt Steirer Strom Sonne. Ich blende den da oben auch noch kurz ein. Und darin steht eigentlich nur der Abnahmepreis. Der wird quartalsmäßig angepasst, da gibt es eine Formel. Derzeit, wir schreiben den September 2024, derzeit ist der Abnahmepreis 6,21 Cent. Von Netzgebühren, Netzentgelten etc. ist auf diesem Tarifblatt keine Rede. Ich war in dem Glauben, für Einspeisung bezahlt man keine Netzentgelte. Dann bekam ich vor wenigen Tagen eine E-Mail mit einer Zwischenabrechnung, blende ich wieder oben ein, meines Energielieferanten. Und wie ich das durchschaue, stoße ich auf einmal auf eine Position, ich zeige es hierher, Netzentgelte. Also zahlt man jetzt auch Netzentgelte für das Einspeisen? Diese Frage möchte ich beantworten und euch draußen brauche ich auch noch, ihr könnt mir da auch weiterhelfen. Wenn das also interessiert, bitte bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Danke, dass noch dran seid. Lösen wir also dieses Rätsel Netzentgelte für Einspeisung von PV-Überschuss. Schauen wir gemeinsam, was da in meiner Abrechnung drinnen steht. Blätter auf die Seite 2, ich blende sie hier oben auch noch einmal ein. Unter Einspeisung findet man die verschiedenen Tarife, das passt alles, die Zeiträume, das passt alles. Und darunter gibt es dann eine Position, die nennt sich Netzentgelte. Laut Netzzugangsvertrag, dann steht da so eine grausame Nummer, das ist der sogenannte Zählpunkt. Unter Position steht dann Messpreis ebenenbezogen NE7. Und das kostet 2,40 Euro pro Monat. Ich habe nicht gewusst, was das Ganze ist und habe natürlich zuerst einen Anruf an der Hotline meines Energielieferanten getätigt. Der hat mich dann weiterverwiesen, dass er überhaupt nicht weiß, was das ist. Das Ganze kommt vom Netzbetreiber. Ich soll bei meinem Netzbetreiber anrufen. Freundlicherweise hat er mich dann auch aufgeklärt und gesagt, wieso kommt da so eine komische Zwischenabrechnung, die mit Mitte Juli datiert ist. Normalerweise bekommt man eine Jahresabrechnung. Das wurde mir so beantwortet, sie haben irgendwelche Daten vom Netzbetreiber bekommen und jetzt haben sie eine Zwischenabrechnung erstellt. Die nächste kommt voraussichtlich wieder zum Jahresultimo, so wie immer. Also nächster Versuch, Anruf beim Netzbetreiber. Der Anruf beim Netzbetreiber ergab dann Folgendes, er sagt, ja, diese Gebühr ist zu bezahlen. Ja, dann habe ich gesagt, was ist das für eine Gebühr? Ja, die bezahlen alle. Nach weiterem Nachhaken hat er mir dann gesagt, okay, das ist eine Zählermiete, eine monatliche Zählermiete. Worauf ich geantwortet habe, das ist aber komisch. Ich habe ja schon eine Zählermiete, denn ich habe ja ein Smart Meter. Auf diesem Smart Meter habe ich einen Zählpunkt für den Bezug und für den bezahle ich gerade die monatliche Miete von 2,40 Euro. Für die Einspeisung bekommt man einen extra Zählpunkt und die Antwort ist dann jetzt ganz einfach, das ist die monatliche Gebühr, die Zählermiete für den Einspeisezählpunkt. Das heißt,
Neuer Wissensstand von mir, ich bezahle für ein Gerät, an dem ich zwei Einspeisepunkte habe, auch die doppelte Miete. Ich habe mich dann schlau gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, nach dem Motto Kleinvieh macht Mist, habe ich dann versucht, es auszurechnen, was diese Position eigentlich meinem Netzbetreiber bringt. Die haben mir dann Spickzettel geschrieben, damit ich euch keinen Blödsinn sage. Das ist alles auf der Internetseite meines Netzbetreibers, das sind die Energienetze Steiermark, nachzulesen. Und zwar hat dieser Netzbetreiber ein Versorgungsgebiet von 10.400 Quadratkilometer mit einer Leitungs- oder Netzlänge von 31.820 Kilometer. Ich bin schon gespannt auf die Kommentare, was da unsere Mini-PV-Freunde aus Deutschland sagen, denn da sind die Netzgebiete ja wahrscheinlich um einiges größer und das nur ein kleiner Netzlieferant. Aber wichtig war dann, unter Kundenzählpunkte steht dann 483.000. Das heißt, dieser Netzbetreiber, die Energienetze Steiermark, hat zu diesem Zeitpunkt ca. 483.000 Zählpunkte im Einsatz. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, mal die Zählermiete, mal die 2,40 Euro, kommt man wirklich auf die stattliche Summe von 1.159.200 Euro, die alleine die Zählermieten monatlich diesem Unternehmen bringen. Somit ist das in meinen Augen schon der erste Beginn, dass für die Einspeisung quasi abkassiert wird auf Seiten des Netzbetreibers, zudem es auch noch so ist, ob diese Gebühr verrechnet wird oder nicht, hängt auch davon ab, welcher Netzbetreiber das ist. Es gibt Netzbetreiber in Österreich, die verrechnen diese Gebühren nicht, meiner verrechnet schon. Und damit wir hier vielleicht einen Überblick bekommen, hätte ich jetzt eine Bitte an euch da draußen. Vielleicht schaut ihr in eurer Einspeiseabrechnung einmal nach. Mich würde interessieren, bezahlt auch ihr monatliche Entgelte, die in meinen Augen schon versteckte Netzgebühren sind, oder bezahlt ihr wirklich nichts? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich glaube, es ist interessant für alle anderen. Ich hoffe, ich konnte wieder ein wenig Licht in diesen Stromdschungel bringen. Würde mich freuen, wenn ihr bei weiteren Videos wieder dran bleibt. Gebt diesem Video ein Like, teilt es fleißig. Ich glaube, es sind schon interessante Informationen, was da alles so versteckt ist. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin eine schöne Zeit. Servus und tschüss.